Silke Meyer-Witz ist 1977 eine der meistgesuchten Personen der Bundesrepublik. Angehörige der zweiten Generation der Rote Armee-Fraktion. Terroristin. Von der Stasi in der DDR versteckt. Später verurteilt wegen Mordes, versuchten Mordes und erpresserischen Menschenraubs mit Todesfolge. Noch später ist sie Friedenshelferin auf dem Balkan. Wenn ich da nicht dran glaube, wer soll denn sonst dran glauben? Klar glaube ich das. Manchmal ist es schwierig, ja, aber ich glaube schon, dass man sich ändern kann. Vor etwa knapp anderthalb Stunden ist das passiert. Es gibt vier Tote dort an der Ecke Viktorstadtstraße. Briesen zwischen Frankfurt-Oder und Berlin. Mitten im Wald beginnt 1980 in einem abgelegenen Stasi-Objekt das zweite Leben von Silke Meyer-Witt. 30 Jahre war sie nicht hier. Während der Westen die Terroristen im Nahen Osten vermutet, versteckt das Ministerium für Staatssicherheit hier 10 RAF-Mitglieder. Verantwortlich im Milke-Apparat dafür ausgerechnet die Abteilung 22, Terrorabwehr. Da drin haben wir gegessen dann. Ich meine, das wichtigste Gefühl war ja jetzt irgendwo anzukommen mit der ganzen Herausforderung, was da jetzt auf einen zukommt. Ja. Also wie das jetzt genauer auszusehen hat. Und also mehr so eine Spannung, die dann war. Ja. Da war hier dieses Objekt, da war ja irgendwie ja, das große Fragezeichen. Zu diesem Zeitpunkt fahndet der westdeutsche Staatsapparat schon seit 3 Jahren fieberhaft nach Silke Meyer-Witt. Die ist seit 5 Jahren abgetaucht, hält dem Druck immer weniger stand, gilt in der RAF-Szene als unzuverlässig. Sie will sich nach Afrika absetzen. Da macht die Stasi das Angebot, im selbsternannten Friedensstaat unterzutauchen. Die Staatssicherheit lehnt zwar die Methoden der RAF ab, nicht aber deren antiimperialistische Zielsetzung. Dass es in die DDR ging, das war überraschend und gewöhnungsbedürftig. Und klar war dann ja auch bald, dass die DDR ein ziemliches Risiko übernahm, ja, dass sie uns aufnahm. Die 1970 erklärt die RAF der Bundesrepublik den Krieg. Überzieht das Land mit Gewalt. Kaufhausbrände, Bombenanschläge, Morde. Auch die Psychologiestudentin Silke Meyer-Witt will die sogenannten zementierten Verhältnisse abschaffen. Nach dem Hungertod des RAF-Terroristen Holger Mainz 1974 im Gefängnis gibt es für sie kein Zurück. Sie versteckt die am blutigen Attentat auf die Stockholmer Botschaft beteiligten Terroristen in ihrer Wohnung. Im April 1977 wird sie Mitglied der RAF, an dem Tag, an dem der Generalbundesanwalt Siegfried Buback getötet wird. Ja, natürlich, sonst wäre ich ja nicht in die Organisation eingetreten. Ich hab versucht dann auch zu beschreiben, dass da natürlich auch ganz niedrige Instinkte von wegen Gruppenzugehörigkeit, anerkannt zu werden, jemand zu sein, dem es zugetraut wird und menschlichen Schwächen oder wie man es nennen will, die spielen natürlich immer eine Rolle, ja auch. Die zweite Generation der RAF bringt eine neue Brutalität des Terrors in die Bundesrepublik. Sie entführt Arbeitgeberpräsident Hans-Martin Schleyer. Damit wollen die Terroristen die in Stammheim einsetzenden Bader, Enslin und Raspe freipressen. Schleyers 4 Begleiter sterben. 119 Schüsse in 1,5 Minuten. Silke Meyer-Witt kundschaftet damals die Route aus, die Schleyer von der Arbeit nach Hause nimmt.
Das war für mich dann auch in den nachfolgenden Wochen, als er entführt worden war, so schwierig, weil er mir damals gesagt hat, wenn mir was passiert, wenn ich entführt werde, du musst wissen, dass ich jede Entscheidung der Regierung, des Staates respektiere. Nur ist das was anderes, wenn man das sagt, seinem Sohn gegenüber sagt, und dann passiert so etwas. Und der Sohn und die Familie tun natürlich alles, um ihren Vater frei zu bekommen. 43 Tage ist Schleyer in der Hand der RAF. Kanzler Helmut Schmidt entscheidet sehr bald, nicht auf die Forderungen der Terroristen einzugehen. Kein Austausch. In dieser Zeit entführen palästinensische Terroristen die Lufthansa-Maschine Landshut, um den Druck zu erhöhen. Hans Eberhard Schleyer ruft das Bundesverfassungsgericht an, um den Austausch seines Vaters höchstrichterlich zu verfügen. Doch das Gericht lehnt ab. Die Landshut wird am 18. Oktober 1977 im somalischen Mogadischu von der GSG 9 befreit. Drei Entführer sterben. In dieser Nacht begehen Bader, Enslin und Raspe in Stammheim Selbstmord. Jene drei Terroristen, die die RAF freipressen wollte. Man war in einem Zustand von ja, fast Gleichgültigkeit, weil man auch keine Möglichkeit mehr hatte, sich zu wehren. Die Mittel waren ausgeschöpft, Verhandlungen, eine richterliche Entscheidung. Das war alles vergeblich gewesen. Die Bundesregierung hat nicht entschieden. Und es war eigentlich klar, dass man jetzt nur noch warten konnte. Und nachdem der Sturm auf die Landshut geglückt war, war eigentlich jedem, auch uns, klar, dass damit das Todesurteil für meinen Vater gesprochen war. Hans-Martin Schleyer wird am 18. Oktober 1977 von der RAF erschossen. Silke Meyer-Witz' Aufgabe: Aus einer Telefonzelle am Frankfurter Hauptbahnhof überbringt sie die Todesnachricht an die Zeitung Liberation. Hans-Martin Schleyer ist gestorben. Da ist ja immer dann die Frage, warum gerade derjenige und da ist einfach so die Antwort ist irgendwie so banal, ja, weil es ja gar nicht um was ganz Persönliches geht, ja, sondern mehr so um so eine Ideologie, in der dann Menschen austauschbar waren, was es ja noch viel schwieriger macht, auch für Angehörige zu begreifen, warum. Also es geht ja mehr um die Funktion, in der derjenige war, als dann um den Menschen an sich. Und dann natürlich auch erfolgreich dann diese moralischen Überlegungen einfach auszublenden, ja. Und das geht dann auch, wenn man unter Verhandlungsdruck steht, dann hat man nicht die Zeit, sich dann irgendwo erstmal wieder hinzusetzen und drüber nachzudenken und dann die Bilder vor sich Revue passieren lassen, ja. Naja. Zwei Jahre später, 1979, überfällt die RAF in Zürich eine Bank. Dabei stirbt eine unbeteiligte Passantin. Ich habe dann, als sie zurückkam, dann gesagt, dass ja, da ist ja diese Frau erschossen worden. Und allein schon die Tatsache, dass ich das als erstes erwähnt habe, war dann schon der schlüssige und endgültige Beweis, dass ich nicht mehr dahinter stehe. Ja. Sie gibt ihre Waffe ab und taucht mit anderen aus der Gruppe in Paris unter. Derweil verhandelt die RAF-Terroristin Inge Fied mit der Stasi. Schon lange hat sie Kontakte zum MFS. Wir sind ja dann in Zweiergruppen ausgereist, dann da über Wien, dann nach Prag. Und dann fahren wir erstmal in Prag und da passierte nichts. Ja, da haben wir dann sind wir von Hotel zu Hotel und dann irgendwie auch so die Zeit so rumgebracht, ja. Und dann, ich habe es nicht direkt, eine von uns wurde dann, hat sich dann mit Inge Fied getroffen und die hatte dann uns eröffnet, dass wir dann in die DDR gehen. Ja.
Genau, das war dieser Trakt, den wir da belegt haben. Ja, jetzt das entspricht dem, was ich so in Erinnerung habe. Ab jetzt heißt es für 10 RAF-Leute lebenslänglich DDR. Also ich meine, dass ich weiter unten gewesen bin. Also manche waren noch Vertraute der RAF gewesen, andere nicht. Und es war eben so, dass sich keiner wirklich geöffnet hat. Also was jetzt das für den oder die Einzelnen dann bedeutet hat, darüber wurde nicht gesprochen. Es gab keine Diskussion darum. Und wir waren uns natürlich so aufeinander zu hocken und dann irgendwo dem anderen ja auch nicht voll zu vertrauen oder irgendwie Freundschaften zu pflegen oder sich irgendwie näher zu kommen oder sich auszutauschen. Das war einfach nicht, das war nicht Sache, ja. Wie sehr die Stasi sie nun in der Hand hat, ahnt sie da noch nicht. Erstmal geht es darum, den neuen Lebenslauf und DDR-Alltag zu pauken. Also den Namen und das Geburtsdatum habe ich mir selber ausgesucht. Und dann waren so ein paar Vorgaben und dann hatten wir dann die Aufgabe, uns auch noch Geschichten dazu einfallen zu lassen, die durchaus dann auch mit der eigenen Realität was zu tun haben können. Dass wir aus politischen Gründen oder aus Überzeugung dann freiwillig in die DDR gegangen sind, dass das jetzt eine Story war, die keiner glauben würde, das konnten wir ja nicht wissen. Silke Meyer-Witt ist 30, als sie Angelika Gerlach wird. Der Legende nach eine Westdeutsche, aus politischer Überzeugung in den Osten gezogen. 1980 wird sie offiziell Staatsbürgerin der DDR. Wir haben uns damals ja nur halb davon entfernt. Wir haben ja irgendwie ideologisch und gruppenpsychologisch haben wir uns ja da immer noch verbunden gefühlt und war ja mehr so das Gefühl des Versagens, ja, dass man es eben einfach nicht geschafft hat. Das einzige Gefühl, was ich hatte, ist, dass es mal gut war, dass diejenigen, die sich so sehr für ein sozialistisches Leben eingesetzt haben, um es mal so zu formulieren, die sozialistische Wirklichkeit erkannt haben. Silke Meyer-Witt bekommt ein Leben in Hoyerswerda verordnet, als Hilfskrankenschwester. Das war meine allererste Erfahrung, dass ich feststellte, dass die Leute in der DDR ja gar nicht so sehr hinter dem standen, was da lief. Beim Unterbringen der Terroristen achtet die Stasi-Abteilung 22 peinlich genau darauf, dass die Wohnorte abseits der Transitstrecke und weit entfernt von der Westgrenze liegen. Silke Meyer-Witt wird wie alle RAF-Aussteiger inoffizieller Mitarbeiter der Staatssicherheit. Ihr Verbindungsmann ist Stasi-Hauptmann Gerd Zaumseil. Als Anja Weber verfasst sie Berichte über Kollegen und Vorgesetzte. Außerdem soll sie Verbindungsperson zu den anderen Untergetauchten werden. So darf sie die in Köthen lebende Susanne Albrecht besuchen. Alle paar Wochen will Hauptmann Zaumseil Fakten. Das ist derjenige, der als einziger weiß, woher ich komme. Der ist derjenige, mit dem ich dann also auch die Irritation, die es dann im Alltag gab, also sich darauf einzustellen und zu fragen, wieso ist denn das jetzt so, ja? Das war der und dass der uns nicht verraten würde, oder das war auch klar, ja, irgendwie. Doch die Stasi ist nervös. Umso mehr als im Westen Terroristen verhaftet werden, die in Stasi-Ausbildungslagern schießen gelernt haben. Die
ihre Geduld mit uns war dann irgendwie auf die Probe gestellt, wo die Leute verhaftet worden sind, die sie ja an den Waffen ausgebildet hatten. Das wusste ich ja nicht, dass sie das gemacht hatten. Und da kam nur, jetzt müssen wir mal Tacheles reden sollten wir jetzt dann doch mal sagen, was wir denn da wussten. Aus Angst vor Enttarnung muss Silke Meyer-Witt 1982 umziehen, nach Erfurt. Sie darf Angelika Gerlach bleiben, arbeitet als Krankenschwester, studiert sogar. Doch dann reist ein Mitstudent 1985 in die BRD. Dort erkennt er Silke Meyer-Witt auf einem Fahndungsplakat, geht zur Polizei. Darüber unterrichtet der russische Geheimdienst seine Stasi-Kollegen. Nun ist klar, die westdeutschen Fahnder haben eine heiße Spur in die DDR, ermitteln hier sogar. Und so steht Stasi-Hauptmann Zaumseil im März 1986 mitten in der Nacht in Erfurt vor ihrer Tür. Und dann haben wir die ganze Nacht irgendwie die Wohnung gecleant, also alle Fingerabdrücke weggewischt und überall alles abgewischt und alles schriftliche Material durchgegangen sind, ob es irgendwo einen Hinweis auf die anderen gab, ob ich überhaupt mit den anderen noch irgendwie in Kontakt war. Und dann erst mal weg, ja. Die Abteilung Terrorabwehr zieht Silke Meyer-Witt alias Angelika Gerlach für anderthalb Jahre aus dem Verkehr. Verwischt jede noch so kleine Spur und erfindet eine Legende, die ihr Verschwinden erklären soll. Gleichzeitig bastelt sie an einer neuen Identität für Silke Meyer-Witt. Anderthalb Jahre lebt diese ohne Namen, ohne Pass und völlig isoliert in zwei konspirativen Wohnungen in Ost-Berlin. Die Angst der Stasi? Verdeckte westdeutsche Ermittler könnten Silke Meyer-Witt entführen. Das Staatsgeheimnis könnte auffliegen. Doch der Mielke-Apparat ist im Besitz des Fahndungsbuches des BKA. Darin ist ein Erkennungsmerkmal als besonders auffällig beschrieben: die Nase von Silke Meyer-Witt. So befiehlt die Staatssicherheit eine Operation. Ich kann mich entsinnen, ich war im Sinarafa beim Friseur und habe dann im Spiegel gesehen, dass da hinten das Plakat hängt. Ja, und da war mir aber auch fast sicher, dass ich sehe ja immer so normal und harmlos aus, dass ich jetzt da nicht erkannt werde. Ja. Und das war mir eigentlich, also dieses mit der Nase, das war wirklich so das letzte i-Tüpfelchen, wo ich gedacht habe, also die sind schon auch paranoid, ja. Im Oktober 1987 dann taucht Silke Meyer-Witt mit neuer Nase in Neubrandenburg wieder auf. 37 ist sie da. Im neuen Lebenslauf heißt es, dass sie in Moskau geboren sei. In der Oststadt bezieht sie eine Zweiraumwohnung. Am Klingelschild ein neuer Name. Ich war Silke Meyer. Nee, die Silke Meyer-Witt, die war weg. Mit der habe ich mich auch nicht mehr auseinandergesetzt. Ich hatte ja dann nur für mich so klar, ich habe mich davon distanziert und von daher war das weit weg. Das habe ich dann auch weggeschoben. Die gesuchte Terroristin wird eine unauffällige Hausgenossin. Sie wischt die Treppe, hütet Nachbarskinder. Ihre neue Arbeitsstelle, der volkseigene Betrieb Pharma in Neubrandenburg. Der soll einmal der größte Penicillinhersteller der DDR werden. Die 1000 Mitarbeiter kommen aus allen Teilen der Republik. Silvia Bayer wird Leiterin der Dokumentationsabteilung mit hervorragenden Englischkenntnissen. Niemand ahnt, dass sie diese als Austauschschülerin in den USA erworben hat. Alle im VEB Pharma sind neu, kaum jemand stellt Fragen. Dass sie, die angeblich in Moskau geboren ist, kein Russisch spricht, fällt niemandem auf. Silvia Bayer ist im Betrieb anerkannt und geachtet. Nur fotografieren lassen mag sie sich nicht. Doch SED-Mitglied will sie werden. Sie schlägt ihren Stasi-Aufpassern ein Schnippchen, indem sie das in der Mitarbeiterzeitung kundtut. Für die Stasi ein super GAU. Die Partei darf und soll man ja nicht betrügen. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja okay, ich mache das jetzt aber mal. Und dann
Und als das dann auch schon sich das denn gegenüber den Kollegen auch so verkündet hatte, da konnten die auch nicht mehr zurück und da mussten sie rudern und gucken, wie sie das hinkriegen, ja. Dass es möglich ist. Im Grunde genommen war es nicht möglich mit einer falschen Identität, dann ja, das zu werden. Zu diesem Zeitpunkt hat Silke Meyer-Witt alias Silvia Bayer keinen Kontakt mehr zu den anderen in der DDR Untergetauchten. Sie versucht, sich in Neubrandenburg ein Leben ohne Stasi-Observierung aufzubauen, ist Mitglied von Frauen- und Laufgruppen. Die RAF weit weg. Währenddessen morden die Linksterroristen im Westen weiter, obwohl die Köpfe der zweiten Generation schon 1982 verhaftet wurden. Die RAF wütet ohne die intellektuellen Wortführer von einst. Die Morde und die fehlende Programmatik lassen die letzten Sympathien in der linken Unterstützerszene nach und nach schwinden. Und das hat ganz offensichtlich dazu geführt, dass man sozusagen als eine Art Rechtfertigung oder Selbstbehauptung versucht hat, weiter zu morden und damit Aufmerksamkeit zu erregen. Aber es hat allenfalls Aufmerksamkeit in dem Sinne erregt, dass man eben die Opfer von sinnloser Gewalt beklagen musste und in der öffentlichen Diskussion die RAF und ihre Ziele eigentlich noch mehr diskriminiert waren dadurch und man ihnen jedes politische Engagement abgesprochen hat. 2 Jahre lang läuft es gut für Silke Meyer-Witt in Neubrandenburg. Als sie sich bei den Demos im Wendeherbst einreiht, denkt sie nicht an ihre Enttarnung, sondern daran, dass sie ein normales Leben im Westen verpasst hat. Die Wende, die habe ich dann ja plötzlich als was begriffen, wo wieder alles möglich wurde. Dass die Welt mir da dann nochmal wieder offen stand, obwohl ich ja nun nicht mehr die Jüngste war. Ja. Also das stand in dem im Vordergrund, ja. Und dann auch zu sehen, ja, okay, ich habe da in der DDR, da habe ich auch was zu verlieren, ja. Als im Juni 1990 die ersten im Osten versteckten Terroristen auffliegen, weiß sie, dass es nun eng wird. Kurz nach 13 Uhr heute Mittag, eine Woche nach Susanne Albrecht, werden die beiden mutmaßlichen Terroristen Werner Lotze und Inge Fied eingeflogen, dem Ermittlungsrichter beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe vorgeführt. Also alles tun, was möglich ist, um Straftäter oder mutmaßliche Straftäter einer gerechten Erziehungsmaßnahme zuzuführen. Und ich muss Ihnen sagen, ich werde diese unsägliche, fast teuflische Verbindung zwischen dem ehemaligen MFS, die sich jetzt auftut, und dieser Terroristenszene aufklären, soweit wie es mir möglich ist. Am 18. Juni 1990 ist es soweit. Silke Meyer-Witt fliegt auf. Durch Hinweise aus Stasi-Kreisen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Vor gut einer halben Stunde kam die Meldung über eine weitere Festnahme in der DDR. Die mutmaßliche RAF-Terroristin Silke Meyer-Witt wurde am Nachmittag durch eine Einsatztruppe des Zentralen Kriminalamtes festgenommen. Ich hatte ja dann irgendwie das Gefühl, ich habe ja nun 10 Jahre lang als brave DDR-Bürgerin gelebt. Im Grunde habe ich mir nichts vorzuwerfen. Im Grunde genommen bin ich ja jetzt jemand anders, ja. Und ich hänge nicht mehr der Ideologie der RAF an, habe nichts Böses getan in diesen 10 Jahren. Und warum sollte ich mich jetzt da stellen, ja? Nach langen Jahren der Funkstille besucht sie Freunde von damals, aus der Neubrandenburger Zeit. Hallo. Das ist der Hecht. Oh, hallo Hund. Das ist Prinz. Der Sommer der Enttarnung und Verhaftung von Silke Meyer-Witt ist auch für die Kettners ein schwerer. Die Freunde geraten selbst ins Visier der Ermittler, werden verhört, um auszuschließen, dass sie eine gesuchte Terroristin gedeckt haben. Ja, hallo. Das war sehr erstaunlich, dass du Aquarell malst.
Das habe ich mal eine Weile gemacht, ich habe aber eigentlich nicht so richtig. Doch, und da das aber so schick war, habe ich das aufgehoben. Das war warum auch immer. Eigentlich wollte ich es einrahmen. Guck mal. Oh, ja. Das ist der Ehre zu viel. Ich muss die Brille holen. Maren und Günther Kettner waren Arbeitskollegen von Silke Meyer-Witt, später Freunde. Erst durch die Verhaftung erfahren sie, wer ihre Freundin Sylvia Bayer wirklich ist. Du warst zu Besuch und wir haben von der Silke sowieso aus dem Kollegium erzählt. Und da habe ich zu Günther gerufen, Silke hat das und das und das oder irgendwie. Und in dem Moment hast du so völlig anders geguckt, weißt du noch? Aber es war ja so ahnungslos, weil ich habe es in null Zusammenhang gebracht. Erst dann, als du wusstest, dass ich Silke heiße. Ja, noch viel später. Das war, als wenn irgendwie hier oben sich was öffnet und dann lief diese Szene in mir ab. Ah, doch. Und dann habe ich ja irgendwie mitgekriegt, dass es um Tote ging. Und auch um Mord und so. Das konnte ich überhaupt nicht zusammenbringen. Und dann weiß ich, ich habe dann für mich nach den Verhören und so konnte ich nur beschließen, ich kann aber eigentlich nur nach hier lauschen, also in mein Inneres. Und da habe ich für mich beschlossen, ich nehme es so, wie ich dich erlebt habe. Sie hat ja nicht in Neubrandenburg irgendwelche Parallelwelt aufgebaut, wo sie nachts als Terrorist durch die Gegend gerannt ist. Nein, sie ist zu einem Zeitpunkt X, wie wir dann erfahren haben, ist sie praktisch ausgestiegen, hat einen Bruch mit einer bestimmten Lebenssituation gemacht, hat ein neues Leben angefangen und in diesem neuen Leben haben wir sie kennengelernt. Die ersten Wochen nach ihrer Festnahme verbringt Silke Meyer-Witt in der Untersuchungshaft in der Ostberliner Keibelstraße. Als Staatsbürgerin der DDR hofft sie auf einen Prozess hier. Als ich dann verhaftet worden war und dann wieder Silke Meyer-Witt sein konnte, dann wollte ich das auch sein. Ja. Also ich wollte für mich wissen, wie bin ich dahin gekommen. Und ich wollte mir das jetzt auch nicht, dem nicht ausweichen. Silke Meyer-Witt wird noch vor der deutschen Einheit in die Bundesrepublik abgeschoben. Verantwortlich dafür ist damals unter anderem der frühere DDR-Innenminister Peter Michael Distel. Er hat die in der DDR untergetauchten RAF-Terroristen festnehmen lassen. Zuletzt Silke Meyer-Witt. Hallo, guten Tag. Distel präsentiert damals innerhalb von 2 Wochen 8 Verhaftungen von RAF-Leuten zwischen Leipzig und Neubrandenburg. Er bekommt dafür anonyme Drohanrufe und Morddrohungen. Heute ist er Rechtsanwalt. Silke Meyer-Witt hofft von ihm zu erfahren, wer von dem Deal zwischen Stasi und RAF gewusst hat. Guten Tag, Frau. Guten Tag. Dass die Dame, die mit mir Kaffee trinken will. Grüß Gott. Grüß Gott. Sie haben kalte Hände. Ja. Und weiten Weg. Die Verbindung zwischen der RAF und der Staatssicherheit der DDR war auch für Distel eine deutsch-deutsche Überraschung. Was ich schön finde, ist, man muss sich ja, sagen wir mal, mit dieser Sache beschäftigen, auseinandersetzen, dass sie das machen. Und dass sie das ohne Zorn und ohne Argwohn. Sie hätten ja auch eine kleine Handtasche mitbringen können Den Farbbeutel. Ein Farbbeutel oder irgendwas Unangenehmes. Irgendwas Unangenehmes. Nein, mein Gott. Eigentlich nein. Neigen Terroristen ja nicht zum Farbbeutel. Ich habe nochmal nachgelesen, wann sich unsere Wege gekreuzt haben. Das war für mich eine wilde Zeit. Ja. Und für Sie war es auch nicht unkompliziert, ne? Nein, das war es wohl nicht. Also ich weiß noch, als Sie waren in den damalig noch den Westen gefahren und kamen zurück und sagten, dass es eine gute Zusammenarbeit mit dem BKA gäbe. Mit und dem BKA, mit dem BND, mit dem Verfassungsschutz. Ja, und da war mir irgendwie klar, okay, das war's jetzt so. Da war ich eine Woche Innenminister, 10 Tage, das muss im April gewesen sein. Und dann kriegte ich ein Dossier aus dem Zentralen Kriminalamt. Ich vermute schon, das kommt irgendwie aus Staatssicherheitskreisen. Und da ging es um Susanne Albrecht und Inge Fied. Sie müssen ja wissen, es gab kein Ministerium für Staatssicherheit mehr. Das war eine Auflösung, das wurde abgewickelt. Und dann habe ich mit den entsprechenden
General und dem Oberst Franz darüber geredet. Mhm. Und dann haben die zugemacht, haben die geblockt. Mhm. Und dann habe ich ihnen erklärt, dass die Regierung Lothar de Maizière, der ich als Stellvertreter und Innenminister angehörte, nicht irgendwelche Pappnasen sind, sondern dass wir frei gewählte, nach der Verfassung der DDR frei gewählte Minister sind, Vollzugsgewalt haben und dass es ihnen nicht überlassen ist, zu erzählen oder nicht zu erzählen. Dieser Terrorismuskomplex war eine extreme Blockade auf dem Weg zur deutschen Einheit. Mhm. Und das war letztendlich auch das Peinlichste für die DDR. Mir war schon klar, das haben sie uns ja auch am Anfang ziemlich unmissverständlich klar gemacht, dass die DDR ein Risiko eingeht, damit uns aufzunehmen, weil sie wohl gerade dann ja auch dieses Antiterrorabkommen unterschrieben hatten. Ja, ja. Und das ist wirklich, deshalb habe ich auch so die Aufregung verstanden, als dann klar wurde, dass der Westen weiß, dass wir da sind. Der Westen wusste das nicht, Frau Meyer-Witt. Also Egon Krenz hat mir definitiv, und das glaube ich auch, zugesichert, dass es eine Handvoll Leute im MFS selber wussten, waren ganz wenige aus der Abteilung. Mielke mit absoluter Sicherheit. Und das war es dann auch schon. Beim ersten offiziellen Staatsbesuch Honeckers in der BRD 1987 werden die innerdeutschen Beziehungen durch die Frage nach dem Verbleib der RAF-Terroristen nicht getrübt. Noch heute ist unklar, was Bundesanwaltschaft, Verfassungsschutz, Bonner Regierung und Bundesnachrichtendienst über die in der DDR Untergetauchten wirklich gewusst haben. Die DDR jedenfalls habe von den RAF-Ruheständlern Informationen abschöpfen wollen. Und aus Terroristen brave Bürger gemacht, als Rückversicherung dafür, dass sich die RAF niemals gegen die DDR wendet, mutmaßt Klaus Bestlein, Historiker der Stasi-Unterlagenbehörde des Landes Berlin. Ich selber denke, dass es wirklich nur wenige Leute wussten. Ich glaube auch, dass es wirklich nur Herr Zaum sei und die unmittelbare Umgebung, die das mitkriegte. Allerdings war der Betreuungsaufwand riesig. Das sieht man ja auch, was an Listen alles abgearbeitet werden musste, als sie zum Beispiel Erfurt verließen, damit die Legende stimmte. Also es mussten schon im MFS doch wahrscheinlich mehr als 100 Leute alleine in der Hauptabteilung 22 gewesen sein, die das gewusst haben. Dann hat es natürlich der Befehlsweg bis zu Mielke gewusst. Mielke hat es gewusst und Mielke hat auch, bevor sie in die DDR gekommen sind, diese Sache mit Sicherheit mit Honecker besprochen. Wir sind im Spekulieren, das muss man deutlich sagen. Natürlich. Wir können das nicht mit Sicherheit sagen. Also, dass Honecker das gewusst hat, weiß ich, denke ich, von Sicherheit. Und ich kann mir aber nicht vorstellen, das Risiko wäre auch für die DDR zu groß gewesen. Aber die Bundesrepublik hatte natürlich ein eminentes Interesse, sie sozusagen in der DDR sicher zu wissen. Das habe ich mir auch schon mal überlegt. Das ist ja eigentlich auch, solange die da sind, machen sie nichts bei uns. Genau, also in der DDR sind sie unter bester Kontrolle. Weglaufen können sie auch nicht. Also, ja, genau. Das war eigentlich für das BKA die beste Abstellposition, um sozusagen die Lage zu beruhigen. Im Sommer 1991 beginnt in Stammheim der Prozess gegen Silke Meyer-Witt. Sie hofft auf die Kronzeugenregelung, die den Verrat von Mittätern belohnt. Doch sie verrät nichts, was nicht schon bekannt ist. Bittet die Angehörigen der Opfer um Verzeihung. Das mit den Entschuldigungen ist ja immer so eine Sache. Ja, klar, kann man entschuldigen, aber das ist natürlich auch schwach. Ja, also. Ja, natürlich ist das möglich, wenn man das Gefühl hat, da steht echte Reue dahinter. Aber das verlangt aus meiner Sicht, dass man es persönlich macht, ne? Dass man mit demjenigen, gegenüber dem man sich entschuldigt, auch spricht und nicht eine Erklärung in der Öffentlichkeit abgibt. Im Oktober 1991 dann das Urteil. Wegen Geiselnahme, Mordes, versuchten Mordes sowie wegen schweren räuberischen Diebstahls mit Todesfolge 10 Jahre Haft. Es gab ja wohl und gibt wohl so eine Art Kartell des Schweigens zwischen den Mitgliedern der RAF. Irgendwann wird das sicherlich gebrochen werden. Aber ich glaube auch, selbst wenn ich dann wüsste, wer tatsächlich sozusagen der ausführende Mörder war, es würde mir nicht helfen, es würde mich nicht befriedigen, es würde mir nicht Seelenfrieden geben oder was auch immer. Das jetzt
sich einzugestehen, dass man ja zum Teil eben lange Haftstrafen abgesessen hat für was, was man dann am Ende nicht mehr vertreten will und kann, das ist schon schwierig. Das habe ich auch so, ich sehe das auch im Zusammenhang mit meinem Vater, also der im Krieg und in Russland und sonst was war, ja, und die besten Jahre seines Lebens da im Krieg und militärischen Verbänden verbracht hat, dass der sich auch nicht eingestehen wollte, dass das alles umsonst war, ja. Also, dass es einfach falsch war. Als die DDR Geschichte wird, wütet die RAF noch immer. Auf das Konto der dritten Generation gehen 10 Morde, unter anderem der an Alfred Herrhausen, Chef der Deutschen Bank, und jener an Detlef Carsten Rohwedder, Treuhandchef. Ihre Mörder bis heute nicht gefasst. Das war ja dann irgendwie genauso das sinnlos wie alles andere davor auch schon, ja. Und mit zu den Leuten, die das dann vermutlich gemacht hatten, hatte ich dann überhaupt gar keinen Bezug mehr. Für mich war die RAF schon lange tot. Silke Meyer-Witt wird 1995 nach 5 Jahren vorzeitig aus der Haft entlassen. In ihrer Person vereinigen sich die zwei größten Feindbilder beider deutscher Staaten, RAF und Stasi. Deren geheimer Pakt soll niemals verschriftlicht worden sein. Für sie ist es endlich Zeit, Einsicht in ihre Stasi-Unterlagen zu beantragen. Ich könnte ja jeder kommen, ich bin es, ja, das ist wohl wahr. Das ist doch wohl wichtig. Gucken, ob sie sich auch richtig geschrieben haben. Maya Witt. So, wenn Sie jetzt aber, ich glaube, das braucht. Soll ich dir noch irgendwie. Hinweise, genau. Weil ich ja dann noch Unterlagen. Unterschiedliche Namen habe. Wie? Also ich habe. Ja, das sind wir, genau. Jetzt brauchen wir, genau, jetzt kommen wir, um Hinweise zu finden, wo Ihre Unterlagen auffindbar sind. Und jetzt können Sie alle die Namen aufschreiben, die die Stasi Ihnen gegeben hat. Bis 85, Sylvia Bayer und dann Anja Weber. Das war mein Deckname. Bis zur Auflösung des MFS hat Neubrandenburg 6.000 inoffizielle Mitarbeiter. 190.000 sind es DDR-weit. Silke Meyer-Witt war als IM Anja Weber einer von ihnen, wenn auch ein sehr spezieller. Also das ist ja Neubrandenburg und die haben wir mal auch gerade für Bürger, die hier ständig kommen und einfach gucken wollen, wie hat die Stasi funktioniert, ist das immer eigentlich eine ganz gute Karte, weil das sind alles nur konspirative Objekte. Ah, du Große. Und konspirative Wohnungen. Ne? Und dann, so wenn man, viele. Ja, so viele. Ne? Und hier unten, das ist jetzt die Stasi-Zentrale, das ist das Rot und das ist die Kreisdienststelle hier. Und ja? Das ist die Das ist die Oststadt. Das ist die Oststadt. Wo Sie gewohnt haben. Und wo haben Sie gewohnt? Welche Nummer? 22. Da ist kein Punkt. Von wegen selbstbestimmt und so, ja. Das war in der Gruppe nicht möglich, das war in der DDR nicht möglich, das war dann im Knast nicht möglich, das war erst dann möglich, als ich dann aus dem Knast raus war, ja. Mit 45 Jahren schließt Silke Meyer-Witt ihr Psychologiestudium in Oldenburg ab. Bekommt das Angebot, als Friedenshelferin zu arbeiten. Doch die rot-grüne Bundesregierung hat Bedenken. Die frühere Terroristin bittet ausgerechnet den damaligen Generalbundesanwalt Nehm um Unterstützung. Nachfolger des von der RAF ermordeten Siegfried Buback. Deshalb habe ich auch diese Initiative dann mit dem Generalbundesanwalt gemacht. Ich hatte erst telefoniert und dann sagte einer seiner Mitarbeiter da am Telefon, warum sollte er das machen? Und dann habe ich aber an ihn geschrieben und er hat dann sehr freundlich zurückgeschrieben und hat dann das auch. Also das war schon eine wichtige Sache, insbesondere nachdem dann klar wurde, dass ich diesen Job annehmen würde.
Seit der Jahrtausendwende lebt Silke Meyer-Witt auf dem Balkan. Seit 10 Jahren in Skopje, Mazedonien. Für das Forum Ziviler Friedensdienst hat sie bis zur Rente an der Aufarbeitung des Balkankrieges mitgewirkt. In den Kriegsgebieten war sie als Mediatorin in Schulen unterwegs, hat Serben und Kosovaren, Albaner und Mazedonier an einen Tisch geholt. Na, weil das ja in der Zeit war, wo ich mir dann überlegt habe, dass ich mich nicht völlig aus der Politik raushalten wollte und wo ich mir auch gesagt habe, also zu versuchen, da ohne Gewalt zu Veränderungen beizutragen. Wenn jemand auf diese Weise versucht, auch ein bisschen wahrscheinlich mit sich selbst wieder ins Reine zu kommen und etwas im Sinne von humanen Engagement für die Gesellschaft zu tun, das finde ich gut und da kann ich sofort mitgehen. 2013 bekommt der frühere Bundeskanzler Helmut Schmidt den Hans-Martin-Schleyer-Preis verliehen. Schmidt, der Jahre zuvor den Austausch der Terroristen gegen den Arbeitgeberpräsidenten abgelehnt hatte. Vorgeschlagen hat ihn der Sohn, Hans Eberhard Schleyer. Für die Verdienste des Altkanzlers um die Demokratie und Freiheit in Deutschland. Ich glaube, dass es jetzt an der Zeit ist, eine solche Geste zu machen. Und ich glaube, dass Helmut Schmidt auch ein Stück von der Belastung los wird, die er über die Jahre hinweg mit sich getragen hat. Und Silke Meyer-Witt? Die ist heute 67. Die Menschen, die sie in Mazedonien kennen, kennen auch ihre Biografie. Bevor er ihr begegnet sei, so Arbeitskollege Albert, habe er nicht geglaubt, dass Menschen sich ändern können. Mein ganzes Arbeitsleben lang werbe ich für Frieden und Versöhnung. Und dies war das erste Mal, dass ich damit konfrontiert war, von der anderen Seite zu lernen. Von einer Person, die durch all das durchgegangen ist, worüber ich als Friedenshelfer spreche. Auf der einen Seite ist es leicht zu sagen, wir müssen uns versöhnen, unser Verhalten und unsere Haltung ändern. Aber es gibt ja noch einmal einen völlig anderen Blick, wenn du jemanden vor dir hast, der durch all diese Irrtümer und Hindernisse gegangen ist, der Schwierigkeiten hatte, der ein Terrorist war. Silke Meyer-Witt hat keinen Kontakt mehr zu früheren Terroristen. Die meisten haben Haftstrafen abgesessen. Manche wurden begnadigt. Alle sind heute auf freiem Fuß. Die Rote Armee-Fraktion hat 1998 ihre Auflösung bekannt gegeben. Wirklich aufgeklärt wurden nur 2 der 34 Morde. Es ist dann immer wieder auch damit konfrontiert zu werden, also mit so Fragen, du hast doch aber gewusst, dass die Leute umbringen, weshalb hast du denn da mitgemacht? Solche Fragen, ja, da muss ich ja auch für mich Antworten finden. Ja. Und von daher habe ich dann auch immer die Gelegenheiten, mich dann auch nochmal wieder mit meiner eigenen Situation auseinanderzusetzen. 40 Jahre sind seit dem Deutschen Herbst vergangen. 40 Jahre, in denen Silke Meyer-Witt keinen Kontakt zur Familie Schleyer aufgenommen hat.